Was geht ab, meine Freunde? Kommen wir wieder zu einem spirituellen Video. Wie versprochen, wollte ich jetzt dieses Thema machen. Ist ein sehr essentielles Thema, damit ihr versteht, wie wichtig es ist, spirituell zu wachsen. Ihr könnt nicht an alten Gewohnheiten festhalten. Ihr könnt nicht schwach bleiben in dieser dämonischen Welt. Ja, ihr könnt nicht ein riesen Ego haben, ja, und an eurem Ego festhalten und dieselben Fehler immer und immer und immer wieder tun, ja. Spirituell schwache Menschen sind besessen von Dämonen. Die sind so eine leichte Beute für den Teufel. Spirituell schwache Menschen sind eine sehr, sehr leichte Beute für den Teufel. Der Teufel kann ganz easy hingehen und kann Besitz über dich ergreifen, wenn du spirituell schwach bist. Wenn du unbewusst bist, dieselben Fehler immer und immer und immer wieder tust und nicht dazu lernst. Wenn du ein riesen Ego hast, ja, wenn du fragil bist, keine Kritik vertragen kannst, keine Ahnung, direkt einknickst, wenn etwas schwer wird, ja. Wenn du einfach keine dicke Haut hast, ja. So. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Oh, du bist aber auch so. Und mit euren Shaming-Taktiken kommen. Ganz ehrlich, ihr könntet keinen einzigen Tag in meinen Schuhen laufen. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt ein riesen Ego habe und mich als perfekt dahinstellen will oder weil ich cool machen will. Aber ihr könntet nicht einen einzigen Tag in meinen Schuhen laufen und das ist Fakt. Ihr könntet keine Videos machen, keinen Channel machen, so viel Hass abbekommen und was weiß ich alles und trotzdem stabil bleiben. Dafür braucht man eine dicke Haut und ich habe definitiv eine dicke Haut. Spirituell starke Menschen haben eine dicke Haut, die haben sehr viel Selbstvertrauen, die wissen ganz genau, was sie wollen, die machen die Dinge bewusst, die gehen die Dinge mit dem Köpfchen an und nicht mit ihrem Verlangen, mit ihrer Lust, ja, wie diese unbewussten Zombies, die in dieser 3D-Welt leben. Oh, ich muss auch jetzt eine Freundin haben. Ich muss einen Freund haben. Oh, ich kann nicht alleine sein. Oh, ich brauche Freunde. Oh, voll schlimm, voll alleine hier. Ja. Spirituell schwache Menschen werden ganz leicht besessen von Dämonen. Können ganz leicht besessen werden von Dämonen. Ganz, ganz leicht. Ihr macht es denen ganz leicht. Denn ihr seid unbewusst, ihr seid in dieser materiellen Welt gefangen. Ihr seid leicht reizbar, ihr könnt eure Emotionen nicht im Griff haben. Spirituell schwache Menschen sind unbewusst. Spiritualität ist nichts anderes als bewusst zu werden. Das höchste Bewusstsein zu erlangen, zu bestreben, ja, anzustreben. Das höchste Bewusstsein, das höchstmögliche Bewusstsein zu erlangen, ist der Pfad eines spirituellen Menschen. Das ist das Verlangen oder das bestrebt ein spirituell starker Mensch oder ein spiritueller Mensch strebt das an, zu wachsen, Wachstum, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, all das strebt ein spiritueller Mensch an. Es geht nicht nur darum, so mit Gott right zu werden, so mit Gott richtig zu werden, in Einklang zu kommen oder sonst was. Das ist auch ein großer Faktor, ja, die richtigen Dinge zu tun, auf jeden Fall. Aber der größte Faktor ist, bewusst zu werden. Bewusst, was man sagt. Bewusst, was man denkt, warum man das sagt, warum man das tut, warum man nicht mehr gewisse Dinge tut, sagt und macht und sonst was. Ja. Das ist Bewusstsein. Definitiv. Und spirituelle Menschen sind bewusst. Sie sind sich ihren Taten bewusst. Wir sind auch bewusst, dass wir nicht perfekt sind. Dass wir einfach nur Menschen sind, unsere Lüste haben, unsere Gier haben, unsere Verlangen haben. Und dagegen müssen wir halt einfach anwirken, dass nicht diese Gier, diese Lust und dieses Verlangen Besitz ergreift über uns und uns sagt, hey, ich muss jetzt unbedingt mit Freunden abhängen, ich muss jetzt unbedingt viel Geld ausgeben, ich brauche jetzt unbedingt das und das von Amazon, ich brauche jetzt unbedingt dieses neue Kleid, ich brauche jetzt unbedingt diese neue Jacke, ich brauche jetzt unbedingt dieses dicke Auto, weil ich will es allen heimzahlen oder sonst irgendwas. Ja, das ist alles 3D-Bot-Denken, ja, das ist alles Matrix-Denken, das ist alles Sklaven-Denken, weil ein spirituell schwacher Mensch, ja, will es ja die ganze Zeit anderen beweisen. Ein spirituell starker Mensch will es sich selbst beweisen. Und das ist Fakt. Ich preache jetzt einfach hier vor mich her. Das Ding ist, spirituell schwache Menschen sind besessen von Dämonen. Das ist Fakt. Sie sind ganz leichte Beute. Der Teufel kann dann ganz easy hingehen und er sieht, ah, du bist hasserfüllt, du hast Hass in dir, du hast Zorn in dir. Okay, hier, Dämon.
nimm diesen Menschen. Hier, er schickt dir diesen Dämonen auf. So, er hetzt dir diesen Dämonen auf, wollte ich sagen. So, hier, schickt dir diesen Dämonen auf den Weg, sagt, ey, hier, ich sehe, dieser Mensch ist fehlgeleitet, ist mit Hass erfüllt, ist mit Zorn erfüllt, ist mit Gier und Lust und was weiß ich erfüllt. Er kann sich selbst nicht im Griff haben, er hat sich selbst nicht im Griff. Hier, Dämon, boom, schick dir den auf den Weg und auf einmal wirst du auch zum Narzissten, wirst gierig, wirst geizig, wirst zornig, wirst egoistisch, wirst ein falscher Mensch mit einem falschen Selbst, ja, all diese Dinge, ja. Weil du einfach spirituell schwach bist, weil du dir keine Gedanken darüber machst, ey, warte mal, so, warum denke ich gerade so, warum handle ich gerade so, ich könnte doch alles verändern oder so, wenn mir das und das doch nicht gefällt, warum tue ich es dann die ganze Zeit oder was weiß ich. Spirituell schwache Menschen machen sich keine Gedanken. Das sind Bots, das sind Robots, das sind Zombies, die machen Tag ein, Tag aus immer denselben Mist, ja, immer denselben Humbug und hinterfragen die Scheiße nicht mal. Für alle, die jetzt sagen, ja, du sagst hier spirituell und du fluchst, ja, dann, okay, dann, wenn du dieses Video fertig geguckt hast, was machst du dann? Du gehst auf Netflix oder zockst irgendwas, ja, und da wird die ganze Zeit nur geflucht. Deswegen diese ganzen scheinheiligen Menschen, die so sagen, du machst hier spirituell, du sprichst über Gott, aber fluchst, ja, und du guckst dann deine Fernsehsendung, ja, wo nur Sex und was weiß ich und Gewalt da ist und nur geflucht wird. Also, was ist schlimmer, sich ein Video reinzuziehen, wo ein Typ ist, der die Wahrheit spricht und ab und zu mal flucht, oder sich eine Sendung reinzuziehen, wo alles sexualisiert ist, wo die ganze Zeit geflucht wird und null logische Handlungen da sind. So, manche sind verkorkst. Manche sind verkorkst, ganz ehrlich. Die versuchen mich zu richten, richten sich nicht mal selbst. Die gucken sich diese Videos an, ja, wollen so scheinheilig sein. Oh, wie kann man nur das, wie kann man nur dies, oh, du bist böse, du bist dies, du fluchst, ja, und so. Und dann, Videos vorbei, dann auf einmal gehen sie auf Netflix oder gucken sich ein Porno an oder... Wisst ihr, was ich meine? Die Leute sind fake. Leute sind fake, gerade die am meisten kritisieren. Gerade die, die am meisten kritisieren, sind die allerfalschesten. Deswegen, nur weil euch jemand kritisiert und auf heilig macht und oh, ich mache keine Fehler, oh, ich würde sowas niemals tun, ja, das sind die allerunbewusstesten Menschen. Ohne Scheiß. Und ich schieße jetzt gegen keinen, das ist einfach Fakt. Alle die so scheinheilig tun, die so tun, wie als wären sie perfekt, ja, das sind die imperfektesten Menschen. Und alle, die dann sagen, ey, weißt du was, Fabrizio, das, was du sagst, das resoniert mit mir. Ja, ich erkenne mich noch selbst damit. Die ihren Stolz auf die Seite legen und erkennen, dass sie auch Fehler tun, das sind die bewusstesten Menschen. Denn dafür braucht es ein gewisses Bewusstsein, zu erkennen, ich mache Fehler. Ich muss diese Fehler korrigieren. Dafür braucht es ein gewisses Bewusstsein. Und auch Stärke, das zugeben zu können, ist eine Stärke. Viele haben aber diesen falschen Stolz. Das ist auch so ein Punkt. Stolz. Zu stolz zu sein. Das ist genauso wie unbewusst zu sein. Wenn du zu stolz bist und deine Fehler nicht erkennen willst oder zugeben willst, weil du ja stark sein musst oder weil du ja perfekt sein musst in anderen Menschens Augen oder weil du perfekt sein willst, ja, vor anderen Menschen, weil du ja nicht zugeben willst, dass du Fehler tust, weil dann könnte man dich ja als problematisch sehen, als fehlerhaft, als nicht perfekt, als böse oder sonst irgendwas. Fuck that. Fuck all that. So, ganz ehrlich, weil niemand ist perfekt. Auch wenn ich sage, wir bestreben dann, ein spiritueller Mensch strebt das höchste Bewusstsein an, wir werden niemals super hochdimensional bewusst werden, denn das wurde Jesus und Gott und was weiß ich, die sind die bewusstesten Wesen, die hier waren oder die hier sind, ja. Nur sie waren super bewusst. Wir können trotzdem unser Bestes geben oder wir sollten trotzdem unser Bestes geben. Ich will einfach nur damit sagen, du wirst niemals perfekt sein. Du wirst niemals super duper bewusst sein. Du wirst trotzdem irgendwelche Dinge sagen, die du eigentlich nicht sagen willst. Du wirst trotzdem vielleicht irgendwann mal irgendwelche Fehler machen, irgendwelche Dinge tun, die du eigentlich nicht tun wolltest. Das ist menschlich, das gehört dazu. Aber wenn du dann bewusst dran gehst und sagst, ey, warum habe ich das jetzt getan? Warum? Lass mich das mal verändern. Das ist etwas anderes. Als dann sich anzulügen und zu sagen, ja, komm, ist doch okay, keiner ist perfekt und bla bla bla. All dieser schwache Talk, so, ja, keiner ist perfekt und sowas. Das bringt dich nicht weiter. Dich selbst zu belügen und nur zu sagen, dass keiner perfekt ist,
ist schwach, ist weak. Aber zu sagen, ja, ey, ich war jetzt schwach, jetzt will ich wieder stark sein, ich habe jetzt diese Fehler gemacht, ich werde jetzt diese Fehler nicht mehr tun, ist was komplett anderes. Als zu sagen, ja, ist okay, Fehler zu machen, wir sind alles nur Menschen und dich selbst zu bemitleiden. Deswegen, dass du zu diesem Thema spirituell schwache Menschen sind eine leichte Beute für Dämonen. Macht euch das bewusst. Macht euch das bewusst. Werdet bewusst. Deswegen arbeitet an euch, wie ich es immer sage, seid fleißig, lasst euch nicht hängen. Ja. Macht euch immer eure Gedanken, reflektiert, geht in euch. Ja. Denkt immer über die Dinge nach, die ihr so von euch gebt, die ihr sagt, die ihr tut, die ihr nicht mehr tut und was für sich. Reflektiert das Ganze und werdet immer bewusster. Deswegen achtet auf eure Umgebung. Genau so ein Ding. Habt kein Riesenego, keinen falschen Stolz und was für sich. Aber genug gepreacht. Den Rest überlasse ich euch jetzt. Denkt drüber nach. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns wie immer in den nächsten Videos. Ich freue mich auf euch. Peace out. Let's go.